Hallo Diamond City Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Fallout 4 Let's Play. Die Power Rüstung, ihr werdet sicherlich in die Kommentare geschrieben haben, ich weiß es nicht, weil ich nehme einige Folgen am Stück auf. Thompson nimmt das Ding mit, das ist nämlich die Basis für alles. Müssen wir mal gucken, ob wir das auf dem Rückweg machen, vielleicht braucht das Ding ja einer und das wird geklaut. Wir werden heute mal ein bisschen hier Diamond City erkunden, wir werden zusehen, dass wir ein bisschen an Geld kommen, wir werden zusehen, dass wir ein bisschen an eine neue Waffe kommen. Diamond City Markt. Wir entdecken jetzt einfach mal alles. Wir laufen hier ein bisschen umher. Hier gibt es, denke ich mal... Oh. Du bist aber groß. Ja, ich bin auch eine richtig große Frau. Ne, bleib hier. Pete! Hallo. Hallo. Alles gut? Hast du Angst vor einer großen Frau, oder was? Ist das ein echter Vault-Anzug? Wahnsinn. Geil, oder? Der steht mir auch richtig groß, richtig gut. Hier gibt's was zu löten. Grüß dich. Tu dir einen Gefallen und sag einfach ja. Mir versteht er sowieso nicht. Ja? Ah, Nudelschalen. Du hast viel zu wenig Geld, dass ich dir irgendwas andrehen kann. Aber ich kann's probieren, dass ich dir zumindest so einen Blutkäfer... Nee, das brauche ich, das brauche ich. Bourbon. Wollen wir vielleicht Cram. 1, 2, 3, das machen wir mal, komm. Bisschen Geld. Ciao, ciao. Die Händler, die pennen alle, das kann nicht sein. Och, Mann. Die Leute in der Stadt erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten. Ich sage, die sollten sich mal entspannen. Hat er recht. Entspannt euch. Grüß dich. Die anderen Läden haben vielleicht geschlossen. Aber Diamond City Surplus hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Das ist gut. Das brauche ich. Handeln. Dann lass mal sehen, was du so hast. Nur Waren von höchster Qualität. Laber nicht. Qualität entscheide ich selber. So, pass mal auf. Wir verkaufen einiges. Und zwar Waffen. Was haben wir denn da alles dabei? Du hast 246. Okay, wir verkaufen auf jeden Fall den Billardkö. Wir verkaufen Impro-Pistolen. 7 Stück. Weg damit. Wir verkaufen... Oh, ein Impro-Gewehr wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. 45er Muni. Haben wir da eigentlich was dabei? Haben wir 45er Muni dabei? Schrott, Munition. 53 Schuss. Okay, da sollten wir vielleicht eine Waffe mal aufheben. Impro-Gewehr. Eine Pistole haben wir. Ich behalte mal das Gewehr. Das macht nämlich 28 Schaden. Okay, das Ding verkaufen wir. Die Schlagringe verkaufen wir. Granaten heben wir auf. Doppelläufige Schrotflinte. Ich glaube, es ist das gleiche, was wir auch haben, oder? Die Pump It Up, die ist ja genau dasselbe Kram. Pump It. 54 Damage, also das ist genau derselbe Rotz. Das heißt, wir können das Ding auch verkaufen. Wir brauchen erstmal Geld. Das ist wichtig. Das heißt, die verkaufen wir. 38er, da haben wir schon was. Verkaufen wir. Verkaufen wir. Ich weiß, es sind Mods und sowas drauf. Splittermine. Was ist denn das Ding wert? 20. Verkaufen wir. Weg damit. Das verkaufen wir. Stecherabzug. Verkaufen wir. Sieht ja ein bisschen übersichtlicher aus. Kleidung. Armeeuniform behalten wir mal. Gasmaske mit Brille. Gut, da haben wir aktuell gar nichts auf. Gefällt mir aber auch nicht. Demzufolge verkaufen wir es. Ein Halstuch. Das behalten wir. Gurtzeug. Verkaufen wir. Lederkombi. Das kann weg. Wie viel Geld hat sie noch? Hat der Roboter noch? Harnisch ist schon mal schlechter als das, was wir aktuell haben. Das heißt, wir können das Ganze verkaufen. So, da sind wir jetzt bei 48. Jetzt schauen wir mal, ob du schöne Waffen hast. Molotowskis. Jagdgewehr, da hast du schon mal nix. Kleidung, hast du da irgendwas, was wir irgendwie gebrauchen können? Hafenarbeiter-Outfit, auch nicht schlecht. Oh, schaut's euch an. Was kostet das Ding? 900! Och, Menno! Warum so teuer? Geht denn das nicht billiger? Gut, dann sehen wir mal zu, dass wir ein paar Stimpacks bekommen. 118,1? Haarklammern. Kaufen wir halt Haarklammern. 14 Kronenkorken und dann, damit bestätigen wir den Handel. Ist der erste Händler schon mal pleite und wir haben 632 Credits. Dinger hier, ne? Wir können uns immer noch nicht schnell bewegen. Ein Hotel wäre nicht schlecht. Erschießt du Leute, Lady? Ja. Papa sagt, dass fremde Leute erschießen. Nein, dein Papa lügt.
Power-Rüstung. Okay. Hier hätten wir vielleicht unsere Power-Rüstung zwischenparken können. Es ist halt, es ist echt Mist, dass die hier alle irgendwie am Pennen sind, ne? Hier ist im Prinzip niemand da. Niemand. Weit und breit. Warte mal, fragen. Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Was? Combat Zone. Ich würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Danke für den Tipp. Du. Officer? Hier wird nicht rumgegammelt. Oh. So, jetzt zum Thema Hilfe. Ja, das ist auch richtig so. Och Mann, ich will doch nur ein bisschen schlafen, damit ich den Tag überspringe. Halt, Tag überspringen, das geht auch im Sitzen, liebe Leutchen. Das geht auch im Sitzen. Glaube ich zumindest. Schauen. Selbst der Friseur hat mittlerweile... Hier kann ich mich nicht hinsetzen. Hier ist ein Tresor. Hier kann ich aber sitzen. Warten. Ha! Sehr gut. Wir warten einfach mal, was, wir haben es um 10 abends. Machen wir mal 12 Stunden, dann machen wir mal 10 Stunden. 10 Stunden sinnlos auf einer Couch rumgammeln. Wir brauchen die Händler, wir kommen sonst nicht weiter. Wir brauchen die Händler, um unsere Quep loszuwerden, damit wir wieder leichter werden, damit wir uns wieder fortbewegen können. Sieht auch nicht viel besser aus, oder? Also, wir warten mal noch weiter. Bis Mittag oder so. Willkommen in Diamond City. Die Ausgabe heute wird ein bisschen Diamond City-lastig, wie es aussieht. Ah, hier. Jetzt sind sie alle da. Oh, geil. Also, die Uniform. Den Plünderer Spezial. Die kleinen Blutflecken geben dem Ganzen eine persönliche... Ja, genau. Super. Mal wieder Zeit für einen neuen... Nee. Mir gefallen meine Haare. Eigentlich müsste die Lady noch ein paar Haare... Also, ein bisschen längere. Oh, wir können kochen. Geil. Das gibt EP, Leute. Das gibt EP. Kochstation. Verpiss dich, ich will kochen. Was habt ihr Vault-Bewohner nur mit diesen Anzügen? Was denn? Neidisch? Frei verkäufliche Camps. So, jetzt geht's ab hier. Blutkäfersteak. Bam, bam. Gebackene. Das weg. Wir haben einen Haufen Zeug dabei. Köterkeulen. Können wir dann auch gleich mal zu den Favoriten hinzufügen, damit wir... Hier, guckt es euch an. Rib-Eye-Stick. Stecherflügel-Dingens, Todeskrallen-Stick. Yu-Gi-Oh-Braten, wie das Ding da heißt. Nahkampfschaden für eine Stunde. Ah, okay. Hätte ich vielleicht nicht kaputt machen sollen. Ist egal. Was haben wir noch? Hier ist nichts drin, hier ist nichts drin. Oder ist hier was drin? Nee. Ich habe bloß überall ein paar Zutaten, aber nirgendwo... Alles. Okay, gut. Hätten wir das. Das werden wir auch gleich mal zu den Favoriten hinzufügen. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Wir gehen in Inventar. Wir gehen in Hilfsmittel. Und wir sagen jetzt hier, wo sind denn diese ganzen Sachen? Gegrillte Raid-Kakerlake. Genau, das fügen wir einfach mal hinzu. Putz. Dass wir hier ein bisschen was haben. Die Hirnpilze. Die sind ja ganz viel wert. Guckt euch das mal an. Auch für euch da. Medikamente für jeden Bedarf. Ich hab Pilze. Ich hab hier nur die besten Camps, Schwester. Ich bin nicht deine Schwester, aber zeig mal, was du hast. Ich schau's mir an. Camps für jeden Bedarf. So, du hast 200 Kröten. Das heißt, dir werde ich auch jeden Scheiß andrehen. Du willst Camps haben? Du kannst Camps kriegen. Verkaufen. Gegrillte, gebackene Hirnpilz. Komm, verkaufen wir auch. Sind 54 Kronenkorken. Das machen wir. Hundefutter in der Dose. Jet, kannst du kaufen. Kannst du haben, meine ich. Kaugummi ist sowieso verstrahlt. Brauchen wir nicht. Köterkeule, leuchtender Pilz. So, auch nochmal 18. Medex, Nuka-Cola. Das saufen wir lieber, das Zeug. Das saufen wir lieber. Psycho. Ich muss von den Drogen weg, Leute. Ich muss von den Drogen runter. Schlammbohne, behalten wir mal, Tito, Whisky, Alkohol brauche ich auch nicht. Weg mit allem, was uns kaputt macht. Wilder Mais, Rippchen, Zuckerbomben sind schlecht für die Zähne, habe ich gehört. Schmeiß mal, ist auch weg. Diese Kuchendinger kommen weg, Blut, das ist okay, Bourbon, kein Alkohol, gebackene Blähfliege. Na, der Thompson, der wird jetzt ordentlich hier. Was hast denn du eigentlich alles dabei? Hilfsmittel? Munition? Okay, ist auch nicht so der Hit. Gut, dann handeln wir mal. 800 Kröten. Wenn wir Glück haben, kriegen wir unsere Rüstung zusammen. Die für 900. Das wäre natürlich episch, ne?
Das wäre natürlich episch, wenn man für 900 Kröten die... Das wäre Rüstungswerkbank herstellen. Lederrüstung, linker Arm. Oh, hier kann man alles kaputt machen, liebe Leute. Das machen wir jetzt natürlich auch. Weg. Weg. Ein bisschen Equipment, da kann man nämlich dann unsere Sachen gleich ein bisschen pimpen. Gekocht, Lederrüstung. Versteift, Leichtbau. Sag mal, wo ist denn dieses eine epische Ding, was wir hatten? Wir hatten doch irgendwas aufgehoben. Oder war das, wo ich draufgegangen bin? Das wäre natürlich dann Mist. So, kann ich jetzt wieder schnell mich bewegen? Nein. Was du, hast du? Ich kenne dich nicht. Also bleib weg von mir. Warum? Ich will mit dir... Beruhige dich mal. Ganz ruhig, ich bewege mich nicht. Genau das würde ein Synth sagen. Oh. Ich weiß nicht. Bist du wirklich ein Mensch? Ja, ein echter Mensch. Ich bin so menschlich wie an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Du siehst schon aus wie ein Mensch, aber ich behalte dich besser im Blick. Ich habe Augen wie ein... Nun, sie sind jedenfalls sehr gut. Verstanden? Okay, ja. Wir können handeln. Aber kein Blödsinn, verstanden? Verstanden. Lass uns handeln. Dann lass mal sehen, was du so hast. Alles, was du brauchst. Na, da bin ich ja gespannt. Ich brauche nämlich zum Beispiel jede Menge Munition. 45er. Was hast denn du noch alles dabei? Du hast Waffen. Oh. Okay. Okay. Maschinenpistole, die strahlt mir zu sehr. Repetierpistole, 34 Damage. Wir werden, glaube ich, Freunde werden. 18, 34 Damage. Also die kann man da selber pimpen. Was hast du noch? Ödländer Brustteil. Oh, wir sind so nah dran, das Ding uns zu kaufen. Wahrnehmung und Beweglichkeit macht das Ding besser. Wir hatten doch irgendwo noch Zeugs hier, verdammt mich nochmal. Schnell und schwer. Das kannst du kriegen. Was ist denn die Liebe Leute, tut mir leid, aber Rüstung geht aktuell vor. Ödländer Brustteil, kaufen wir. Bam. Dann kriegt die alte 700. Haben wir noch irgendwelchen Crap, den wir verkaufen können? Armeeuniform behalte ich mir erstmal. Oh, hier haben wir doch einiges. Hier, komm, das T45er-Zeug kannst du kriegen. Kannst du kriegen, kannst du kriegen, kannst du kriegen. Schweißerbrille, wir behalten unsere schöne Brille, die wir haben. Sportkleidung kannst du kriegen. Hier, komm, das kriegst du alles jetzt. Das Halstuch behalten wir. Da weiß ich gar nicht, ob ich das dann irgendwie... Ja, schauen wir mal. Für den Hund ist es zumindest gut. Aber das bringt eigentlich auch nichts. Komm, eine Kröte kannst du kriegen. Leichte Kleidung. Postbotenuniform. Das kannst du kriegen. Das Leder. Sackkapuze sieht sowieso scheiße aus. Ein Kleid ist gut, aber das ist noch zu früh dafür. Armeeuniform behalte ich mal, weil vielleicht können wir die gegen den Wortanzug tauschen. Schauen wir mal. Haben wir noch irgendwas, was wir irgendwie dir andrehen können? Hier haben wir, glaube ich, alles schon dir gegeben. Diverses, verkaufen wir nichts. Schrott, das behalten wir alles, weil wir einfach auch mal unsere Dings weiterbauen wollen, ne? Okay. Bestätigen. Wir haben immer noch 200 Geld und wir können uns wieder normal bewegen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, dann rüsten wir das ganze Zeug auch mal aus, was wir jetzt haben. Kleidung. Was ist denn der Voltanzug? Was macht denn der? Der Voltanzug verbessert das Ganze ja sogar noch. Gut, dann verkaufen wir die Armeeuniform auf jeden Fall noch. Das legen wir an. Und die Brust können wir dann verkaufen. Grüß dich. Hey, Myrner. Ich verkaufe zwar so ziemlich alles, aber nichts davon ist Schrott. Das stimmt. Du hast nur ziemlich... Ich schau mal, was du hast. ...teures Hier. Zeug. Aber sag bloß nicht Schrott dazu. Nein. Minderwertige Produkte nenne ich das einfach mal. So, Waffen, Kleidung. Das kannst du kriegen und die Brust kannst du auch noch kriegen. Kriegen wir wieder ein bisschen Geld und die hat auch noch jede Menge. Herstellen. Ödländer Brustteil. Das können wir sogar so lassen. Modifizieren. So, vernietet ist das Ganze sogar schon. Sehr gut. Biocom-Interface. Das ist richtig böse. Böse. Okay. Erhöht die Wirkungsdauer von Camps um 50%. Brauchen wir vielleicht nicht unbedingt wichtig. Wir machen lieber Taschen rein.
Wir machen lieber Taschen rein, weil davon haben wir mehr. Was haben wir noch? Können wir hier vielleicht irgendwas verbessern? Isoliert. Oh, schön. Mach mal. Mach mal auf jeden Fall. Bein rechts, ohne Extras. Hier kann ich wieder nichts machen, weil ich keinen Kleber besitze. Wir brauchen Kleber, liebe Leutchen. Wo kriegen wir... Hast du vielleicht... Wo sind die jetzt hin? Mona? Okay, nächster Händler. Ansässiger. Waffenbank. Was hast denn du Schönes? Ja. Ja, ich bin die Neue. Freut mich. Ich bin Arturo Rodriguez. Ah. Wenn du was zum Selbstschutz brauchst, bist du bei mir richtig. Ja, super. Wir haben jetzt mal, das ganze Geld für die Brust ausgegeben. Vergiss nicht, auch Munition zu kaufen. Ja. Patrone 38er. Big Boy. Was ist denn der Big Boy? 12.000 Kröten. Bleirohr, Schwert, Fusionskerne. Warte mal, Fusionskerne, passt mal auf. Die sind nämlich richtig viel Geld wert. Diverses? Schrott? Nein. Mods? Nein. Fusionskern, 82. Die verkaufen wir jetzt einfach mal. Damit wir an Geld kommen. Fusionszelle. Jetzt schau mal, was du alles an Waffen besitzt. Old Faithful. Wird mit Zelle verursacht Doppelschaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Das ist beim ersten Schuss also nur der Fall. Bringt also auch nicht allzu viel. Eine Machete, Springmesser, Schwert, Jagdgewehr. 308er Muni, 44 Schaden. Eine Kampfflinte, das ist eine schöne Schrot. Was kostet die? 213. Bajonett. Tommy Gun, schallgedämpft, Impro-Pistole, ist auch nicht so der Hit. Was haben wir hier? Automatikpistole. Stecherabzug, doppelte Schrotflinte. Ja, von Waffen her bist du nicht so gut aufgestellt, wie ich es mir gewünscht hätte. Hm. Zumindest diese Nachladezeit wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir dieses Jagdgewehr nehmen. Hm, Feuerrate 3 ist natürlich unterirdisch schlecht, ne? Die Kampfflinte, da hat man eine schöne Pumpe. Ach man, das ist so schwer... Nicht nachdenken, nicht nachdenken. Weitergehen. Hilfsmittel, diverses Power-Rüstungsgestell. Okay, eine Ladung Alu. Hier kannst du nämlich dann auch Zeug kaufen zum Bauen. Munition. Warte mal, weißt du was? Ich verkaufe mal unsere Pumpe. Die Pump It. Die verkaufe ich. Weg damit. 45er Muni, haben wir irgendwas, was 45er? Hier haben wir zum Beispiel schon mal zwei Waffen. Die können wir auch verkaufen. Impro-Pistole 13. Revolvergewehr 28 Damage. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie... Impro-Pistole 38er, 45er Muni. 308er Muni. Revolvergewehr, ich verkaufe die. Weg damit. Okay, 290... Dafür kaufen wir uns jetzt, was brauchen wir alles? Wir brauchen ein neues Schrotgewehr. Schrotpatrone. 200 Kronkorken? Vergiss es doch. Alter, vergiss es doch einfach nur. Munition. Waffen. Wir kaufen auf jeden Fall... Oh, ist das schwer. Viele werden es bestimmt schon schreien. Thompson gibt das wertvolle Geld nicht dafür aus. Ich kaufe auf jeden Fall die Kampfflinte, weil es eine vollautomatische Pumpe ist und die macht gut Damage. Die kaufe ich und dann brauchen wir, das Ding ist auch scheiße, 308er. Haben wir irgendwas für 308er Muni? Das Jagdgewehr. Das ist auch wieder, was haben wir hier? 2, okay, wir würden uns ein bisschen verbessern. 308, was ist hier auf 308? 2, das kannst du voll vergessen, ey. Es ist ganz, ganz schlecht. Gut, wir kriegen immer noch ein bisschen Geld. Haben wir noch irgendwelchen Scheiß, den wir vielleicht verkaufen können? Wie sieht es in Munition aus? Gucken wir da vielleicht nochmal rein. Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, diverses, Schrott, Munition. Wir haben 308er Muni, 38er Muni. Fusionszellen, die können wir vielleicht noch alle verkaufen. 90 Kronkorken. Und dafür holen wir uns halt eine...
308er, 38er. Mal nochmal gucken, mit welcher Waffe wir primär rumlaufen würden. Die Kampfflinte weniger. Mit dem Rap-Peng wird man vielleicht rumlaufen. Also 308er Muni brauchen wir. Das ist viel zu teuer. Das ist viel. Guck mal, ich kann doch nicht für 10 Schuss. Wisst ihr, wie schnell wir 10 Schuss durchhaben? Nee, das mache ich nicht. Hier. Du kaufst den Scheiß und fertig ist. Wir haben Handfeuerwaffen, Gewehre und Munition. Was hast denn du hier? So durstig. Der Doktor sagt, ich darf keinen Schnaps mehr trinken. Ich brauche eine Nuka-Cola. Hey, Sheffield. So durstig. Ich hab eine. Kriegst du? Durst. Oh. Nuka-Cola. Du da. Nee, du hast Holz und so ein Kram, das brauchen wir jetzt auch nicht. Wenn wir schon mal hier sind. Wir sind da, glaube ich, jetzt ganz gut aufgestellt, oder? Mal ganz kurz gucken. Wir können mal schauen, hier war irgendwo die Waffenbank. Hier können wir auch noch mal ein bisschen was nachstellen, ob wir vielleicht irgendwas verbessern können. Gehärteter Verschluss. Hier können wir nichts machen. Verlängerter Lauf. Standardkolben, können wir auch nichts machen. Reflexvisier, können wir auch nichts machen. Kleines Bajonett, das lassen wir auf jeden Fall drauf. Die Kampfflinte. Standardverschluss, ja, wir haben überall zu wenig. Das ist aber kein Problem. Wir werden jetzt nämlich Folgendes tüdeln. So, jetzt habe ich meinen roten Faden wieder gefunden. Wir haben uns schön leicht gemacht, wir haben uns ein bisschen ausgerüstet. Wir werden jetzt in diese Rüstung hier einsteigen und nach Hause fahren. Eingabe. Also, wir haben keine Fusionszellen, ne? Läuft das Ding ohne Fusionszelle? Okay, das läuft. Das ist gut. Ich laufe jetzt hier einfach raus. Fertig ist, dann porten wir uns nach Hause. Zur Red Rocket. Und von da aus laufen wir Richtung Osten. Zur Finch Farm. Und auch, zu dem abgestürzten Flugzeug. Das werden wir heute erkunden. Ganz einfach. Meine Güte. Ist das kompliziert. Also ich bin der Meinung, ich habe jetzt gerade in Diamond City alles gekauft und verkauft, aber nicht das, was wir eigentlich brauchen. Munition wollten wir haben, aber mal unter uns. Also für 100 Schuss, für 10 Schuss 100 Kronkorken zu verlangen, das ist echt Wucher. Das ist echt Wucher. Die Nuka-Cola müssen wir noch auftreiben, um dem Penner die Nuka-Cola zu geben. Die ganzen Nebenquests, die machen wir so nebenbei. Auch vielen Dank für die vielen Hinweise, wo ich noch eine Siedlung hochziehen kann. Da, wo unser Groovy Funky Roboter ist, da hätten wir zum Beispiel schon mal komplette Häuser, die wir ordentlich ausbauen könnten. Müssen wir mal schauen, wo wir das Ganze machen hier. Schön, dass wir sogar ohne Chor. Also, wir haben aktuell keine Waffen großartig auf Lager. Wir haben gar nichts auf Lager. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen was in die Favoriten reinlegen. Hilfsmittel, Kleidung. Da haben wir Impro-Pistole, Impro-Gewehr. Das machen wir mal hier rein. Splittergranate. Machen wir hier rein. Rüsten wir mal alles aus. Haben wir zwar bloß eine, aber was sollst du machen? Ja, sieht immer noch pottenhässlich aus, aber mein Gott, was willst du machen, ne? Was willst du machen? So, Karte. Wir reisen jetzt erstmal zur Red Rocket und geben da alles ab, was wir nicht mehr brauchen. Wir lassen auch unsere Power-Rüstung in der Red Rocket stehen. Wenn wir dann nämlich dann später bessere Torsos und sowas bekommen, dann können wir uns da hier diesen Hypermutanten zusammenschrauben. Aber das macht keinen Sinn, dass wir jetzt mit so einer 0815-Rüstung, wir haben sowieso alles schon verkauft. Und T45 ist, glaube ich, das niedrigste von der Panzerung her. T60 ist dann, glaube ich, das nächsthöhere. Müssen wir mal schauen. Mal gucken. Sieht aber harmlos aus. Das Ding hat ja nicht mal Licht oder sowas. Ne? Hier sind wir ja komplett... Ah, Dogmeat rennt hier rum. Cool. Ja, und hier müssen wir halt mal ein bisschen bauen. Ein bisschen alles schick machen und so. Ne? Halt, hier würde ich hin.
Ja, halte A. Jetzt gehen wir raus, okay. Mal gucken, es gibt nicht eine Möglichkeit. Ich glaube, wenn wir da jetzt hier herstellen. Genau, jetzt hängt der nämlich auch drin. Das ist gut, das wollte ich nämlich. Es gibt keine Teile, die sich modifizieren lassen. Sehr gut. Ich habe, glaube ich, Scheiße gemacht. Licht an. Genau, und hier sieht das ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. In der Werkbank hier können wir alles einlagern. Transfer, gesamten Schrott einlagern. Und ihr seht, das war einiges. Okay, Wauzi ist am Start. Ja, dann brauchen wir eigentlich gar nicht. Das Ding geht auch nicht zu. Haben wir eigentlich ein Bett oder sowas hier? Haben wir auch nicht. Militärisches Klebeband. Hier haben wir, glaube ich, auch noch nicht allzu viel geplündert, ne? Malpinsel. Nehmen wir auch mit. Lagern wir gleich alles wieder ein. Terpentin, Haarbürste, weg damit. Den Toaster lasse ich liegen, den Ordner lasse ich liegen. Schraubenzieher. Erstmal alles plündern, was wir hier nicht irgendwie noch brauchen. Das Telefon lasse ich stehen. Hier haben wir auch ein Zeitungsregal, das ist schön. Da können wir nämlich Kleidung, Hilfsmittel, Diverses. Genau, da können wir das rüberschieben. Haben wir nicht noch ein Magazin? Das wiegt nämlich auch alles. Eine Wackelpuppe, die wiegt nichts, die können wir mit uns rumschleppen. Das können wir noch mit reinlassen. Blub, hätten wir das zumindest. Hier ist nichts, okay. Was? Hallo? Was seid ihr für... Nichts zu verkaufen. Ich gehe zu Vault 81, um Nachschub zu holen. Vielleicht findest du ja dort, was du suchst. Vault 81? Hey. Tut mir leid. Nichts zu verkaufen. Ich gehe zu Vault 81, um Nachschub zu holen. Vielleicht findest du ja dort, was du suchst. Vault 81, Leute, wir haben... Hi. Weitergehen. Oh, ihr seid ja so nett wie ein Stück Scheiße, ey. Tut mir leid, aber... Ja. Müssen wir mitnehmen. Müssen wir mitnehmen. Die Waffe ist gar nicht mal so schlecht. Gut, ich habe 6 Schuss, aber die macht aber gut Damage. Vielleicht können wir hier jetzt noch ein bisschen was rausholen aus der Knifte. Müssen wir mal schauen. Werkbänke haben wir ja alle. Waffenwerkbank. Auf geht's. Die hätten wir. Standardverschluss. Oh, hier, jetzt geht's ab. 31, 36... Ändert sich da die Munitionsart? Nein, das ist gut. Dann machen wir auf jeden Fall den verhärteten Verschluss rein. Verlängerter Lauf, der ist schon drauf. Ansonsten gibt es hier nichts. Standardkolben, Komfortkolben. Na, lass ich lieber den Standardkolben drauf. Standardvisier, Leuchtvisier. Kurzweiten Zielfernrohr. Überlegene Präzision. Mündungsfeuerbremse. Machen wir ein kleines Bajonett von drauf. Für den Fall der Fälle, dass irgendeiner uns zu sehr auf die Pelle rückt. Okay. 308er Rep-Peng. Standardkolben. Da kann man da bestimmt auch. Ne, kann man natürlich wieder mal nichts machen. Warum auch? Okay, gehen wir raus. Leute, wir haben Vault 81. Ne? Also, das heißt, wir können da bald mal bitte spazieren gehen. Aber jetzt werden wir erstmal zusehen, dass wir mal einen Schritt vorankommen hier in der Story auch. Wir werden ganz gemütlich uns jetzt hier hinter mal begeben. Wo ist der die zweite Sache gewesen? Warte mal, war nicht das mit dem Flugzeug ja auch noch irgendwo? Sieh der Concorde an. Sonstiges. Sonstiges wollte ich hin. Auf Karte anzeigen. Genau, hier will ich auch hin. Ja, dann laufen wir doch einfach mal. Nachdem wir geschlafen haben. Ach Leute, das ist ein Hin und Her hier. Vielleicht sollten wir uns hier so eine kleine, ein kleines Ding hinbauen. Wir machen mal ganz schnell. Strukturen, Möbel, Betten. Irgendwas ganz Simples, was wir hier auf den Boden legen können. So eine kleine Matratze. Nicht schön, aber selten. Hier so ein kleiner Schlafsack vielleicht. Direkt vom Schrank. Ja, das sieht alles aus wie gewollt und nicht gekonnt. Hast du Flöhe?
Ich vertraue dem Ganzen hier nicht. Das ist alles so offen. Wir müssen hier echt mal ein bisschen was bauen. Komm, wir machen jetzt einfach Schlafsack und fertig. Okay, schlafen. Wir schlafen einfach mal 12 Stunden. Auf geht's. Gute Nächte, liebe Leute. Jetzt wird das mal gerüsselt. Wir werden zur Finch Farm gehen. Wir werden zur Absturzstelle gehen. Volt 81. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wurde hier echt irgendwas? Tatsächlich, auf der Karte, ich sehe es gerade auf dem Tablet, ist ein Volt markiert, Leute. Das heißt, wir werden auf jeden Fall da mal ein bisschen auf Erkundung gehen. Da nicht wundern, ich hatte in der letzten Ausgabe gesagt, ja, hier Mods und so, ne? Also, wenn ihr was Schönes habt, da bitte gebt mir bitte Zeit, weil ich nehme halt jetzt einiges am Stück auf. Und, ich weiß noch nicht, wie viele Folgen ich mache. Also, ich habe mir heute einiges vorgenommen. Irgendwie im Moment brauche ich irgendwie so ein bisschen Ablenkung und deswegen nehme ich einfach mal fleißig auf. Ich nehme mal fleißig auf. Sag mal, Dogmeat, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Hey. Bleib mal stehen. Bleib. Warte da. Nee. Komm schon. Na komm, komm's halt mit. Mein Gott. Gehen wir halt mit Dogmeat bitte spazieren. Weil den jetzt hier mittendrin irgendwo sitzen lassen, ist natürlich auch der letzte Ranz, ne? Das können wir auch nicht bringen. Aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt gut vorangekommen. Wie viel können wir eigentlich tragen aktuell? 290, okay. Autosave, sehr schön. Wir gehen jetzt mal zur Finchfarm und wenn wir die haben, dann gehen wir zur Absturzstelle. Dickichtausgrabungen. Oh. Ha, kennt ihr das noch? Kennt ihr das noch? Rumschwimmen und die Rohre zumachen und so? Diese kleine Nebenmission, das ging ja relativ easy. Das ging relativ easy. Das ist jetzt normal, dass wenn wir hier in alte bekannte Gebiete reinlaufen, dass wir immer wieder so ein paar Missionen finden, die wir schon mal gemacht haben. Bleib aber weg, wenn du nicht mit anpacken willst. Ich will mit anpacken. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Ich glotz gern. Ich kann helfen. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Ja, klar. Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasenausschau, um sie zu finden. Alles klar. Wir wissen ja, wo es ist, ne? Da ist die Blubberblase Nummer 1 und da hinten fangen wir wieder an. Da ist Blubberblase Nummer 2. Hier ist ja alles überflutet. Dogmeat, einfach mal rein in die. Okay, hier müssen wir uns auch ein bisschen beeilen. Okay. Nummer 1. Okay. Und das Wasser trinken wir bestimmt nicht, das kannst du vergessen. Komm schon. Raus aus dem Zeugs. Da hinten ist noch eins. Gucken, ob ich da jetzt irgendwie. Komm, übers Gelände. Mein Gott, wir sind so filigran gebaut. Das sind jetzt bestimmt die größeren Brüste, die wir eingebaut haben. Okay, machen wir es halt so. Wo ist jetzt hier? Dieses hier ist eins. Okay, und hier hinten war da, glaube ich, noch eins, ne? Ganz kurz hoch. Luft holen. Hier hinten war doch irgendwo noch eins. Da hinten ist noch eins. Okay, wo ist das Ventil? Da ist das Ventil. Komm. Oh, die Steuerung ist manchmal echt. Wo ist das Ventil? Ich bin vorbeigeschwommen, kann das sein? Ich sehe nichts. Ah, hier ist es. Ich hab's. Okay, ganz schnell raus aus dem Ding hier. Bevor wir komplett verstrahlt sind. Nee, nicht trinken. Oh, lass mich raus. Okay, ganz schnell. Right away.
Und was schönes Essen. Wir machen mal noch ein Redaway rein. Wir haben auch die Stim. Wir haben auch die Stimpacks gar nicht drin, fällt mir dabei auf. Hilfsmittel. Stimpack. Nein! Stimpack. Redaway. Redaway. Favoriten. So wird ein Schuh draus. Okay. Nam, 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 nam. Lecker selbstgekochtes. Typ, komm her. Hey. Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Ich drücke den Schalter an der Pumpe. Wo ist der Schalter? Ah, hier. Schalter. Ha. Bam. Das war's. Hör genau hin. Warte mal. Hast du das gehört? Ja. Ah, die Waffe ist gut. Die Waffe ist gut, liebe Leute. Ist übertrieben, ich weiß. Du oder ich? Na, der Hund ist wieder voll am Ende. Okay. Na, oh, das tut mir so... Ach Mann, ich kann da nicht hingucken. Superkleber. Nehmen wir mit. Hammer, nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Du brauchst nichts mehr zum Reparieren. Typ, wo bist du? Was, wenn ich den Fluss hierher umleite? Dann gibt's Chaos. Meyerlurks. Ist wohl keine Überraschung, dass sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Okay. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. 50 Kronkorken. Ich danke dir. Und wir haben eine Mission abgeschlossen. Und wir können hier gleich noch bitte was kochen. Das machen wir liebend gern. Holz. Hirsch. Machen wir auch. Dass wir sofort alles zubereitet haben. Dass wir kein Gammelfleisch mit uns rumschleppen. Guckt jetzt mal an. Wir sind kurz vorm Level up. Was jetzt? Nochmal 40 EP dazu. Oh ja, mach. Wir schauen hier nochmal rein. Ob Kollege? Kronkorkenvorrat. Das nehmen wir natürlich alles mit. Das nehmen wir alles mit. Eine Chemkiste. Keine macht den Drogen, das wissen wir ja. Wir haben mal gleich mal sehen, ob sich das Schlossknacken bezahlt macht. Ah, die Richtung stimmt. Oh. So viele Kran wie ein Elefant hier. Komm. Geht doch. Das wär's. Nehmen wir auch mit. Das ist alles Stahl. Das nehmen wir mit, weil wir wollen ja unsere Hütte weiterbauen. Werkzeugkoffer. Sehr gut. So, machen wir diese Richtung. Jetzt aber. Ja, Mathis, wir skillen weiter Schloss knacken. Keine Sorge. Vielleicht ein Stück ungefähr so, weil da wird nämlich auch der Radius größer, den du hast, um ein Schloss auseinanderzunehmen. Geschafft. Oh, Munition. Ein Gewehr. Und das Jagdgewehr. Siehst du, wir hätten es beinahe gekauft. Wir hätten es beinahe gekauft und jetzt haben wir es so bekommen. Sehr schön. Was ist denn das eigentlich? Benutzen. Ein Terminal ist immer gut. Willkommen und so weiter. Band abspielen. Hören wir uns doch mal an. Ach so. Nichts mit anhören. Müssen wir lesen. Es gefällt mir hier. Mit der richtigen Mannschaft hätte ich keine Probleme. Die Händler sind nah genug für schnelles Geld, aber auch nicht so nah, dass wir am Ende abgezogen werden. Das ganze verdammte Ding ist allerdings voll mit Wasser. War ja klar, es gibt immer einen Haken. Diese krasse Entwässerungspumpe steht einigermaßen in... diese krasse Entwässerungspumpe sieht einigermaßen intakt aus. Wenn ich Glück habe, funktioniert sie noch. Ich werde sie mir morgen mal anschauen. Nächster Tag. Nein, das wird nicht einfach. Trotzdem ist die Pumpe in besseren Zustand, als man annehmen sollte. Ich würde gerne noch ein paar Werkzeuge holen, aber es ist schon ziemlich spät. Ich bastel noch ein bisschen rum und gehe dann morgen früh los. 20. Dürfte jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Gut, dass ich den Vorschlaghammer mitgenommen habe, obwohl das eine ganz schöne Schlepperei war. Das Ding war total verrostet. Ein paar Schläge mit dem Hammer und schon war das Problem gelöst, ne? Jeremy Clarkson-Style. Aus dem Teil kam jedes Mal ziemlich seltsame Geräusche. Ich hätte schwören können, dass sich da drin was bewegt hat. Aha.
22. Ich habe die meisten Anschlüsse hingekriegt. Die Rolex, die ich finden konnte, habe ich geflickt, bis auf die Unterwasser. Nach den ganzen Geräuschen setze ich da keinen Fuß mehr rein. Ich gehe wahrscheinlich zurück und hole einen der Neuen, die das übernehmen sollen. Gut, und das haben wir nämlich gemacht. Okay. Du kannst jetzt hier schlafen. Hier haben wir alles mitgenommen, ne? Ventilator nehmen wir mit. Zahnräder und so. Okay, weiter geht's. Ist das Wasser eigentlich jetzt schon raus hier? Oder das dauert ein paar Tage, ne? Bis er das abgepumpt hat. Das dauert ein paar Tage. Okay. War da hinten noch was? Hier ist auch noch ein Wohnwagen. Kann man auch noch mal schauen. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir wirklich alles mit. Vault 81. Schaut's euch an. Tattoos. Ausgezeichnet. Nehmen wir mit. Liegt hier sonst noch was rum? Oh, hier. Tischventilator. Red Away Clear Panmalpinsel. Ein Stimpack nehmen wir mit. Sehr schön. Und ihr habt es ja auch gesehen, vorm Zaun stand noch ein Wohnwagen. Und auch den schauen wir uns an. Ist hier was drin? Nein. Hier wohnt keiner. Doch, eine Tasse wohnt hier. Und eine Aludose. Nehmen wir mit. Räumen wir auf. Weg damit. Keramik ist wichtig. Okay. Sollten wir uns merken, hier sollte man dann später nochmal vorbeischauen und gucken, was sich denn auf dem Grund des Geländes hier so befindet. Licht aus, wir laufen weiter Richtung Finch Farm, wir laufen weiter Richtung Absturzstelle. Was? Was war da gerade? Ist gerade irgendwas angesprungen, ich hab's doch gemerkt. Vielleicht war's der Hund, keine Ahnung. Okay. Siehst du, so haben wir unterwegs gleich noch was mitgenommen. Ich denke mal, wenn wir das nächste erkunden, werden wir wieder Level Up haben. Und da wird Mathe sich freuen. Das heißt nämlich wieder, wir knacken wieder, wir skillen wieder Schloss knacken. Sprach der Rabe, nimmer mehr. Ist das nicht dieses Autokino? Warte mal, hier kann man hochgehen. Sollten wir auch machen. Wir müssen Doggy auf je... Na super. Okay, mit dem Ding was zu treffen. Oh, ich treffe gar nichts, Mann. Jetzt aber. Geht doch. Oh, da ist ein Hund. Da ist ein böser Wauzi. Doggy, alles fit bei dir? Das ist ein Raider-Hirschkuh. Okay. Du bist ja vielleicht hässlich. Aber das ist keine Raider-Hirschkuh. Hol sie dir. Rektal tot. So. Perfekt. Fleisch und Leder. Jetzt gehe ich trotzdem hier oben nochmal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Wir müssen immer noch Munition ein bisschen sparen. Wir sollten aber auch, Mattes, ne, also wenn du das sehen solltest hier, wir sollten auch ein bisschen gucken, dass wir mehr Munition aus Kisten und so rausholen. Und wir sollten auch Springen üben. Springen ist nämlich wichtig, um irgendwie dahinter zu kommen, weil ich glaube, da hinten ist nämlich was. Haha. Und was liegt hier hinten rum? Hat sich's gelohnt? Eine Schweißerbrille und eine 45er Kugel. Und ein Gewehr dazu. Ja, was willst du mehr? Das hat sich doch mal gelohnt. Okay, weiter geht's. Richtung Finch Farm. Und danach Richtung Absturzstelle. Speichern, ihr habt recht. Ich werde auch ab und zu, das mache ich aber außerhalb der Aufnahmen, mache ich immer richtige Speicherstände. Das heißt, wenn wir irgendwie mal wieder einen Bug finden, Fallout scheint ja doch ein bisschen voller davon zu sein, dann haben wir immer noch eine Möglichkeit, vielleicht mal ein halbes Level wieder zurückzugehen, um da auf Nummer sicher nochmal die Mission zu beginnen oder den Fehler zu umgehen. So, hier ist jetzt gleich die Farm. Blümchen, nehmen wir mit. Level up, Freund der Sonne. Ruhig. Ruhig. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Ich mache euch keine... immer mit der Ruhe. Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Du gehörst zu den Minutemen? Ja, ich bin der Frau. Euch gibt's gar nicht mehr. Oh, wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Die Minutemen sind wieder da. Wir bauen die Minutemen von Grund auf neu auf.
Wir sind jetzt wieder die Guten. Freut mich zu hören. Ist auf jeden Fall schlimmer geworden, seit die Minutemen den Bach runtergegangen sind. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben. Aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Dafür bin ich da. Ich kümmere mich um sie. Keine Sorge. Ich kümmere mich für euch um diese Korvega-Fertigungsanlage. Krass. Wenn ihr uns dieses Mal wirklich helft, wäre das echt ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, machen wir doch alles. Machen wir doch alles. Kann ich hier grillen? Ach nee, so war das ja gar nicht gedacht. Gut. Das heißt, diese Mission haben wir schon mal angenommen. Jetzt gucken wir mal hier, was hier noch alles so rumsteht. Vielleicht irgendwas Brauchbares dabei. Butz. Deswegen will ich den Hund auch nicht mitnehmen. Der klaut mir nur EP. Hier. Der klaut mir nur EP. Das sind jetzt 21 EP, die ich verloren habe. Ne, 17. 14. Das will ich nicht. Menowe. Auch eine schöne Hütte. Aber sehr luftig. Ist mir zu luftig. Okay, ab geht's zur Absturzstelle. Schnell speichern. Wollen wir nochmal schauen, dass wir hier irgendwie ein bisschen was finden. What the fuck? Also ich höre Schüsse. Ich sehe noch nichts. Oh mein Gott. Die kriegen wir schon, Leute. Das dauert zwar Ewigkeiten und ich kann bloß hoffen, dass der eine Dicke hier nicht hochkommt. Aber die haben relativ gute Waffen, wie ich das so einschätze. Der war drin. Wir müssen echt aufpassen hier. Ja, die laufen jetzt die ganze Runde. Die laufen alle die gesamte Runde. Der war drin. Okay. Wir werden die Siedler wohl ein bisschen mit einbeziehen. Ja, die laufen die ganze Runde. Die kommen dann irgendwann da drüben rüber. Ja, ja, die kommen über die Brücke, Leute. Die kommen über die Brücke. Ha! Über diese schwule Gasse, kleine Gasse müssen sie kommen. Oder auch nicht. Seid ihr doof, oder? Hallo! Kommt doch hier rüber! Ey, lauft bitte nicht die Riesenrunde. 30% gerade mal, das ist nicht viel. Wo laufen die denn lang? Ach, da. Schaut's euch an. Der war drin. Okay, ganz kurz was essen. Wir ernähren uns jetzt nämlich gesund. So von Bio und so, ne? Der Körper gibt halt mehr Trefferchance. Naja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Munition dabei. Der war drin. Der war drin. Der erste fällt gleich. Der war drin. Aber ich falle auch gleich. Die kriegen wir. Die kriegen wir. Die kriegen wir. Ich überlege gerade. Sieht geil aus, ne? $32 für so ein Magazin, ey. Ich will auch so eine schöne Küche wieder haben. Menno. Mit Schleifchen und Blümchen und... was haben wir denn hier? Zu wenig. Bajonett. Bleibe ich schon bei der Waffe. Was wollte ich jetzt sagen? Wir haben doch ein Level Up, ne? Genau. Wir sagen einfach mal hier, ich hätte ganz gern... Kronkorken. Schnorrer. Genau, mehr Munition. Auch Glück haben wir viel zu wenig. Oder Schlossknacken. Gewehrschütze, Aufmerksamkeit, Schlossknacker. Wir machen mal mehr Munition. Ich glaube, das ist ganz gut. Weil Munition ist immer das, wo wir aktuell unser Bild verabschieden. Weil wir einfach zu wenig Munition haben. Wenn wir das schon mal außen vor haben,
brauchen wir für diesen Dreck kein Geld ausgeben. Warte mal. Haben wir Munition? Wir haben keine Granate mehr. Ach, schade. Weil das würde sich nämlich lohnen. Das würde sich hier richtig lohnen. Ich muss mal gucken. Kleidung, Hilfsmittel. Das ist es auch nicht. Bei Waffen ist es drin, ne? Habe ich jetzt hier irgendwas? Ach, Mist, ey. Wir haben keine Molotows. Wir haben gar nichts. Da du sein. Ich konzentriere mich jetzt mal nur auf einen und sehe zu, dass ich einen tot bekomme. Schleichangriff für doppelten Schaden, sehr gut. Ganz kurz was essen. Sicher ist sicher. Oh oh. Der hat gesessen. Vorbei, schade. Ey, sag mal. Nein, nicht runterfallen. Du bleibst schön hier. Freund des Abschaums. Brustkorb und Wirbelsäule. Das sind so Dinge, die brauche ich mal überhaupt nicht. Wo ist denn der Rest von euch Klappstühlen jetzt? Die laufen wieder da runter, oder? Ne, man hört ihn, aber man sieht ihn nicht. Ich könnte sogar schwören, ich kann ihn riechen. Nächste ist auch gleich weg. So, wir sind zum Thema. Ich konzentriere mich nur auf einen, ne? Warte mal, wir können ja eigentlich hier. Oh, bin ich behindert, ey. Ich habe ein Aim, das geht auf keine Kuhhaut. Wir haben mal wieder Munitionsprobleme. Die letzten Raid-Kakerlaken-Sachen reinpeitschen. Dann schauen wir nochmal, dass wir hier bei Hilfsmittel vielleicht noch ein bisschen was Schöneres finden. Köterkeule haben wir genug, ne? Genau. Machen wir jetzt die rein. Jetzt laufen sie die Runde. Komm, lad nach. Also habe ich das schon. Komm schon. Nein, genau das wollte ich vermeiden. Ich hab mir gerade noch überlegt, schieß jetzt ja nicht drauf, weil dann muss nämlich die ganze Runde laufen. Und wenn die jetzt zurückkommen, gute Nacht, sage ich dazu mal nur. Wo liegt der Typ? Wo liegt der Typ? Aha. Weiter oben, ne? Oh, ey, Alter, was ist denn mit mir los hier? Bin ich Hacke oder was? Ich bin abhängig von Stimpaks, Leute. Der ist hier hochgelaufen, ne? Wo liegst du? Wo liegt dein hässlicher Kadaver? Bin ich denn jetzt grenzdebil? Wo hab ich den denn umfallen lassen? Wo liegt der? Och, Menno. Ich will doch nur deine Leiche angucken. Hier liegt er. Ha, hab ich dich doch. Kronkorkenpatrone. Sehr schön. Haben wir das. So, wo sind die anderen zwei? Was? Vorbei. Der war drin. Der war drin. Der war drin. Sehr schön. So, ein Klappstuhl noch. Jetzt gehe ich rüber. Den hole ich mir so. Doggy hat Vorarbeit geleistet. Und tschüss. So. Wunderbar. Hätten wir doch das erledigt. Okay. Das heißt, wir können jetzt schön wieder auf die Karte gehen.
Wir sollten in Diamond City irgendwann mal zusehen, dass wir uns von dieser Sucht befreien, ne? Weil das ist natürlich, wenn das Bild sich immer so verzerrt, weil wir abhängig sind von Stimpaks, na dann gute Nacht. Das wundert mich aber nicht, weil so viel wie wir unser Zeug reingeknallt haben, das ist nicht ohne. So, wie sieht's mit Munition aus? 9 Schuss, die Knallpeng können wir nochmal nehmen, da haben sie ein paar Schuss mehr. Okay, wir machen jetzt hier das Flugzeug noch und danach gibt's wieder einen kleinen Cut, nur damit ihr ungefähr wisst, was auf uns zukommt. Was auf euch zukommt. Warte mal, da war Hund. Hund. Großes Flugzeug. Das haben wir auch noch nie. Flugzeugabsturz. Enemy. Okay. Servus. Söldner, okay. Ness? Grüß dich. Da bist du ja. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Entschuldigung. Tut mir leid. Tut mir leid, dass du warten musstest. Naja, du bist ja jetzt da. Fangen wir an. Ja. Speichern. Halt. Jetzt sowieso zu spät. Okay. Also gut, kommt her. Jetzt gehörst du mir, Würstchen. Tötet sie. Wie ich sehe, sehe ich nichts. Geht es jetzt los hier oder was? Wir werden hier schon beschossen, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr. Wir haben es wohl mit 10 Raidern zu tun. 5 im Flugzeug, 5 auf Patrouille. Die anderen werden auftauchen, sobald Schüsse fallen. Bleibt zusammen, haltet den Kopf unten und sichert den Flieger. Und alles klar. Und jetzt los, los, los! Komm schon. Triff! Jawoll! Gut, da waren es nur noch 9. Vorsicht, Feuer. Ach Mann. Gut, okay, da plündern wir halt und sagen Scheiß auf die EP. Ah! Ich bin blind! Alter, was wir für Damage machen im Nahkampf. Geht doch! Geht doch, verdammt ich nochmal. Sehr schön. Und hier holen wir ordentlich was raus. Leichte Kleidung. Da war noch ein Koffer. Was war? Hier lag da auch noch was rum. Hier. Kronkorken. Raiderleder. Wollen wir doch mal schauen, was hier so drin ist, ne? Ich bin neugierig. Die können ruhig ein bisschen rumkämpfen hier. Wir verdienen uns ja auch nochmal 100 Kronkorken durch die Hilfe. Ne, das war zu viel. Perfekt. So, was gibt's denn hier? Ah, toll. Haarklammer. Okay, ansonsten liegt jetzt hier nichts rum, oder? Hier ist noch ein Tresor, schaut euch an. Abgeschlossen. Oh, zu schwer. Och, Mann. Dogmeat. Aus der Sonne. Entsperren Einsteiger. Sehr gut, das ist wieder was für uns. Andersrum. Die Richtung stimmt schon mal. Okay, weiter runter. Ja, das ist echt, also wer die Haarklammern hergestellt hat damals, ey, der hat auf Qualität mal überhaupt nichts gegeben. Schön. Rosafarbenes Kleid, sehr schön. Hier unten sind noch mehr Koffer. Ja, gehe ich einfach mal unten hin, ne? Die können ja hier oben ein bisschen rumballern. Haarklammer, schwarze Weste. Einsteiger, sehr schön, nehmen wir auch mit. Nein, nein, dann ist es diese Richtung. Diese Richtung. Oh, ey, kommt jetzt. Sind die so alle so angerostet? Vielleicht soll ich sie mit Haarlack sichern. Cool. Haarklammer, rotes Kleid. Sehr schön. Oben explodiert die Welt. Fusionskerne mit.
Militärbarett? Ja, sehr schön. Da können wir uns richtig sexy anziehen. Jetzt gehe ich erstmal hier hoch. Jetzt wird mal aufgeräumt. Wie war das? Hatte ich nicht vor. Ich muss bloß ja erstmal irgendwie rinkommen, ne? So, und hier schönes. Munition. Munition ist gut. Jetzt geht's los. Sieht noch intakt aus. Na, wer weiß. Was geht los? Wer geht los? Und wenn ja, wie viele? Stimpak. Gummibonbons sind ja super. Gut, die Klamotten, mein Gott, ob man es braucht. Eine Kaffeekanne. Luxusmodell. Scheißhaus, Luxusmodell? Sogar noch intakt. Bufffood. Spiegel ist leer. Kein Smoking, das heißt, wir dürfen nur mit Kleidern hier, wie es aussieht, rein. Smoking ist nicht erwünscht. Hier gibt es ein bisschen Muni. Das lohnt sich doch schon mal. Jetzt gehen wir mal ins Cockpit hoch. Was gibt's denn hier? Schönes, was bist denn du? Ein Flugschreiber. Geil. Was ist das hier? Kann ich das nehmen? Nö. Ah, Koffer. Gelber Trenchcoat. Noch ein Koffer. Wir gehen gleich runter und geben die Mission ab. Danach machen wir heute auch mal einen kleinen Cut. Aber das hat sich gelohnt. Also bis auf den Tresor haben wir jetzt auch bisher alles mitnehmen können. Was? 10 mm war ausgerüstet? Hä? Okay, muss man manchmal nicht verstehen. Knallpeng. Davon liegt noch was. Wir werden aber erstmal diverses. Was war denn das hier? Kleidung. Gelber Trenchcoat, der ersetzt einmal alles. Ersetzt alles. Macht alles schlechter. Militärdings da. Wahrnehmung plus 1. Leg mal an. Auf jeden Fall. Plünderer-Outfit. Ersetzt auch alles. Ja, bisher ist unsere Vault-Kleidung das Perfekteste. Also gibt's noch nichts, was besser ist. Lederrüstung, rechtes Bein. Hier liegt noch was. Medics, Mentats. Irgendwas ist hier ein bisschen radioactive unterwegs. Wir sollten hier runtergehen, oder? Wie ich das so sehe. Aber ich gucke mir trotzdem nochmal ganz genau alles an, weil ich bin der Meinung, ne, ich bin blind. Und ich übersehe ganz gern immer mal so Sachen. Das ist okay. Lieber mal zwei Runden drehen, als am Ende irgendwas Wichtiges liegen lassen. Was haben wir denn hier? Das ist harmlos. Das Ding ist leer, das ist das Scheißhaus hier, da waren wir schon drin. Hier gibt es zum Beispiel, schaut es euch an. Na also. Du vor Ort. Oh, geil, 5% mehr Damage, geil. Nehmen wir mit. Sehr schön. Spiegel ist leer. Hier ist gerade noch was angesprungen. Eine kleine Pistole, die hätte ich auch nicht für voll genommen. Wieder kein Smoking, das wissen wir mittlerweile schon. Und hier unten müssen wir jetzt rein. Wir werden aber noch was Kleines essen. Und speichern. Grüß dich. Hey Ness. Hä? Was ist? Ach ja, dein Geld. Hier, wie vereinbart. Was war das? Ist das ein Geheimfach? Okay, Ness. Was geht hier wirklich vor sich? Nicht so laut! Na schön. Also, Skylanes war eine Schmuggeloperation. Soweit ich weiß, war das ganze Unternehmen vor dem Krieg darin verstrickt. Die Passagierflüge waren nur Tarnung. Ich habe jahrelang nach diesen Wracks gesucht. Besser als Altmetall zu verchecken. Kann ich darauf zählen, dass du das Maul hältst? Du hast deinen Anteil, ich meinen. Wir sind quitt. Ja. Ja, sicher. Danke. Und jetzt bring uns hier raus, bevor die anderen anfangen, Fragen zu stellen. Meister. Okay, also das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Liebe Leute, das ist auch eure Aufgabe. Wir merken uns das gemeinsam. Hier müssen wir nochmal hin. Wir haben zum einen den Tresor. Zum anderen haben wir dieses Geheimfach. Das Kleid nehmen wir mit. Also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Schaut euch an hier. Ein bisschen Munition. Liegt einfach so rum. Wir müssen nur die Clubschau aufmachen. Der Koffer. Nehmen wir auch mit. Okay. Das heißt, hier sind wir im Prinzip durch. Was blinkt jetzt hier unten? Was ist denn das? Corvega Fertigungsanlage. Okay, das ist aber dann was für die nächste Mission. Was ist das jetzt hier? Oberlandstation.
Ich würde vorschlagen, wir werden das nächste Mal in den Vault 81 mal einmarschieren oder 88, was das da ist. Was bist denn du? Gummibonbons nehmen wir mit. Instant Püree nehmen wir mit. Einfach, weil wir, da waren wir noch nie. Da waren wir noch nie. Und das ist ein mehr als eine Haarklammer wert, dass wir da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Vielleicht mache ich dann auch wieder mal so eine kleine Bau-Action, dass wir unsere... Ja. Dass wir unsere, unsere Heimatbasis bitte schöner machen. Bei dem Ding falle ich immer drauf rein. Da denke ich immer, das ist was, was wir mitnehmen können. Du hast nichts bei dir, oder? Ne. Hier ist noch ein Tisch. Hier gibt es ein bisschen Crap. Babyrassel. Flugzeugabstürze. Gar nicht schön. Ein gemütliches Kissen. Jawohl. Ja. Haben es den Typen einfach mal reingefalten. So, wir schauen aber hier noch ein bisschen uns um. Ob hier vielleicht nur irgendwas rumliegt, was wir mitnehmen können. Also wie ich mich kenne, hier ist der Tresor, genau. Experte und Meister. Das heißt, Mattes hat auf jeden Fall recht. Wir müssen zusehen. Leuchtender Pilz. Wir müssen zusehen, dass wir ja, das alles noch ein bisschen skillen. Hier ist noch ein Koffer. Rotes Kleid. Und damit sind wir für heute hier durch. Wir speichern nochmal ab. Wir porten uns zurück zur Red Rocket. Da werden wir nämlich dann das nächste Mal weitermachen. Hier ist auch die Corvega-Fertigungsanlage und hier unten ist der Vault. Da hier unten. Das heißt, wir porten uns dann hier hin. Und dann geht's 81. Vault 81 ist das Ganze. Red Rocket. Ist auch schön, dass wir auf dem Radar sehen, wo die Power-Rüstungen und so stehen. Gut, wenn du halt viele Power-Rüstungen hast, dann hast du ein bisschen Übersicht verloren. Aber es geht so Red Rocket. Ja, zu viel Kaffee. Zu wenig Kaffee, das wird's sein. Also mache ich jetzt ein kleines Päuschen, trinke noch einen kleinen Schluck und danach geht es in Folge 3 für den heutigen Tag weiter. Wir marschieren Richtung Vault 81. Gut, liebe Leute. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, bitte Däumchen nach oben nicht vergessen. Das hilft dem Kanal extrem und zeigt mir auch, dass du diese Folge mit mir gemeinsam genossen hast. Schauen wir mal. Das wird eingelagert. Das wird eingelagert. Und die Wackelpuppe, die kriegt irgendwann meinen eigenen Ständer. Was? Hör auf, mich sollst du erschrecken. Den Schrott lagern wir ein. Die Waffen machen wir kaputt. Nicht Transfer, herstellen. Das machen wir alles mal. Alles kaputti. 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 Machen wir noch gemeinsam, oder? Durchdringende Planke. 15 Damage. Weg damit. Impro. 38er Muni, 40er. Ach komm, hau mal weg. Das Jagdgewehr ist ganz gut. 44er Schaden. Hier haben wir das Kampfgewehr. Da haben wir aber schon eine. Oh nein, das andere hat mehr Damage gemacht, glaube ich. Schlagstock, der kann weg. 45er Muni. Kampfgewehr ist auch 45er Muni. Kampfgewehr! Was renne ich denn mit dieser Scheiße rum? Natürlich, das Kampfgewehr ist geil. Das ist doch nicht diese Pumpe. Das ist, das normale Duck-Duck-Duck. Das ist unser... Ja! Weg damit hier! Das Ding wird gepimpt. Was machen wir denn? 43, 49, gerne der Verschluss drauf hier. Die Waffe wird jetzt noch ausgebaut. Geil, da fehlt uns einfach mal alles. Kurzer Kolben, da fehlt uns alles. Standardmagazin, fehlt uns alles. Visier, och Menno, hier fehlt uns alles. Alles fehlt uns. Aber wir haben zumindest ein geiles Teil da. Kampfgewehr. Sehr schön. Okay, das heißt, das hier können wir einlagern, den gesamten Schrott. Aber uns fehlt noch was, nämlich wo... Was ist denn, wo wir die Rüstung auseinandernehmen können? Wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Platz. Hier in die Ecke muss noch eine Werkbank oder sowas hin für die Rüstung. Weil Rüstung fehlt uns. Also wir haben jede Menge zu tun, liebe Leute. Ich würde mal sagen, an der Stelle jetzt auch wirklich einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Tom.